Ups. Und das mache ich. Überarbeite so mal die Architektur. Das muss ja nicht unbedingt gleich aussehen, eigentlich. Doch, jetzt sieht es ja genau gleich aus. Jetzt habe ich ja halt diesen spitzen Effekt weggenommen. Aber so sieht es besser aus. Dann kann ich nämlich hier so eine Säule aus Holz hochziehen. So, diese Panoramawand sieht natürlich jetzt echt geil aus mit dem vielen Glas. Ja, sieht echt geil aus. So, ich weiß leider nicht welches Holz ich nehme, aber ich tendiere eher zum Dschungelholz. Natürlich unbearbeitet. Soll die Deckenhöhe soll natürlich auch einigermaßen gut sein. Aua. Ich will mal Y drücken. Zum Springen. Ist aber nicht springen. Konzentration ist jetzt hier angesagt, denn ich will so wenig Fehler wie möglich machen. So, müsste eigentlich reichen, oder? Was meint ihr, wenn ich das jetzt... erstmal als provisorisches Dach nehmen. Mann, wo hänge ich denn hier schon wieder fest? Mal, wie oft ich mich hier verbaue. Oh, ich habe ja sogar eine Axt mit, sehe ich gerade. Mensch, was ist denn mit mir los hier? Ja, das ist jetzt nicht einfach hier. Jetzt ist der Licht einfach natürlich ein bisschen schlechter als vorher. Und das ist ja logisch, wenn das Dach jetzt weg ist. Weg ist, wenn das Dach jetzt da ist, dass das ein bisschen dunkler ist hier. So, wie sieht das von draußen aus? Ja, so, dann stirb erstmal wieder. Ist ja noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. Ja, sieht doch echt gut aus. Das Holz sieht zwar jetzt nicht so gut aus, wie ich dachte, aber sonst habe ich das echt gut designt. Lass mal so. Okay. Pack mal das Glas und das erstmal hier rein. Und auch den Kabelsalon, kommt den Tumor auch alles hier rein.
Nee, Kohle nicht. Kohle muss im Ofen. Kling, kling. So, Eisen sieht auch gut aus. Zwar jetzt nicht hier. Zwar jetzt nicht die größten Mengen, aber besser als gar nichts. Okay, jetzt heben wir erstmal den Boden aus. Aber ohne Schaufel geht das natürlich so gut. Ah, jetzt wird es dunkel. Wie gesagt, wir haben Wüstenboden, wir haben noch Sand in der Butze, aber das möchte ich ändern. Ich möchte hier den besonderen Stein reintun, deshalb brauche ich auch Cobblestone im Ofen. Packen wir mal ins Deck rein. Ja, das jetzt das hier reintun, nicht in die Gischte. So, das brennt jetzt in der Zeit. So, ich kann ja in der Zeit weiterarbeiten, ist jetzt kein Problem. Weil wir sind ja überdacht, wir sind im Warmen. Oh, das Bett bleibt sogar stehen. Magic. Oh, ne, 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 ne. Ich fühle gerade eins zu viel aus, sehe ich. Scheiße. Ja, das ist ja jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt hier am Rand schon mal eins mehr aushöhle. Automatisch speichern. Oh. Kann ich mal trinken. Where is Notch? Weiß ich nicht. So, automatisch gespeichert. Lass das Bett stehen. Wack es dir, Junge. So, okay, hier runterwärts machen wir natürlich Cobblestone. Also das wäre mal schön dumm, wenn wir jetzt hier schon wieder irgendeine andere Steinart anfangen. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, das fängt ja schon mal gut an, dass ich hier so rumfehle. Jetzt backen hier die Blöcke wieder drin rum. Ja, ich bin auch jetzt ein bisschen stiller. Man merkt das ja. Was soll ich ja auch jetzt groß erzählen? Ich konzentriere mich. Möchte das so ordentlich wie möglich bauen. Themen habe ich auch jetzt keine mehr. Hatte ich auch noch nie richtig, aber. Ich bin halt nicht so der Themenmensch, da ich auch keine von euch bekomme, die euch interessieren. Das ist immer so ein Griff in die Glücksschüssel, ob die Themen punkten oder nicht. So, Steinziegel. Zwei Stück, komm. Zwei Stück brauche ich, ne?
Verschieben. Steinziegel sind nämlich die Blöcke, die ich fürchte. Und das reicht ja ganz von vorne, von hinten und vorne nicht. Mal hier mal schlafen. Aber das kann noch ein bisschen dauern, wa? Bis wir hier einen Boden haben. Aber ich kann da jetzt auch nichts dran ändern. So, entschuldigt jetzt für die kurze Ruhe, ich habe gerade eine Nachricht gelesen. Hallo, komm mal raus aus dem tiefen Gras. Wir sind ja bei Pokémon. Nicht. Schön, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Toll, das wollte ich genau vermeiden. Wo ich vorhin die Aufnahme begonnen habe, habe ich das gerade geerntet. Also seht das ja jetzt zum ersten Mal, aber ich habe gerade überlegt, da in einer Session zweimal die Scheiße hier ernten. Das ist ja auch dumm. Aber das stimmt ja, ja, ich habe es gar nicht gesehen. Normalerweise müsste ich die 6 Minuten dran schneiden und sagen, ja, fickt euch. Habt ihr Pech. Guckt es eh nicht. Ihr seid eh keine Sau. Ja, so darf man eh nicht rangehen an YouTube. Oh, das brennt sich hier aber auch nicht fertig. Komm, noch 4 Blöckchen. Gleich ist die Kohle, das sehe ich schon wieder. Aber ich habe ja noch genug. Ich habe ja noch mehr als genug Kohle. Sieht schon geil aus, wa? So, ach, da kann ich euch jetzt gleich noch meine Gedanken zu dem Haus sagen. Und ich hoffe, jetzt endet nicht ein Part. Ich gucke mal auf den Timer. Ich guck mal auf die Uhr. Ich gucke. Oh ne. Aber gleich endet ein Part. Ja, dann sage ich das erst im nächsten Part. So als kleine Spannungsweise. Ich habe wie gesagt einen Timer an. So, jetzt haben wir schon mal 2 Folgen gleich fertig. Und dann kommen noch mal 2. Och, scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Planänderung. Wir nehmen doch nicht eine Stunde auf. Wir nehmen nur eine Dreiviertelstunde auf, weil ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß machen soll erstmal. Planänderung. Das bedeutet, wir ballern jetzt den Jammering Beats rein. Ne, wir warten noch eine Minute. Wir warten noch eine Minute. Wie gesagt, ist alles, bisschen problematischer, wenn ich an der Xbox aufnehme, am PC. Beziehungsweise, wenn ich so aufnehme mit Fraps, mit OBS habe ich ja die Zeit. Das ist ja das Gute. Auch mit OBS ist die Qualität nicht so besonders gut. Nein, falsche Taste. Oh, jetzt reicht's ja sogar mal. Dass ich den Boden schon mal fertig habe. So, aber jetzt. Willkommen im neuen Part.